Daul Arkam, ich will kurz auf Daul Arkam eingehen, weil wir da gerade bei gewesen sind. Wo war Daul Arkam? Was denkt ihr, wo Daul Arkam war? Der Prophet a.s. wollte nicht auffallen. Das heißt, der Prophet hatte zwei Arten der Dawa. Einmal diese öffentliche Dawa, dass er rausgeht auf den Berg Safa, dass er auf die Marktplätze geht und fängt an zu rufen. Kulu la ilaha illallah tuflihu. Sprich la ilaha illallah, ihr werdet Erfolg haben. Und einmal diese Art der Dawa in Daul Arkam, in diesem Institut, ich nenne das Institut, um das zu sinnbildlichen, wo er mit seinen Anhängern redet. Aber bei diesem Treffen wollte er ungestört bleiben. Er wollte nicht, dass die Leute davon wissen, dass er sich trifft. Weil das bestimmte Probleme hätte geben können. Das heißt nicht, dass er die öffentliche Dawa vernachlässigt hat. Was lernen wir aus dieser Geschichte von Daul Arkam? Wir müssen, wenn wir eine vollständige Dawa haben, müssen wir uns darum kümmern, dass die Dawa nach außen geht an Leute, die nichts davon hören wollen. Die öffentliche Dawa, Dawa mit Nicht-Muslimen, Dawa mit Muslimen, die weit weg sind. Zur selben Zeit brauchen wir eine Dawa Ta'alimiyya, zum Beispiel einer Moschee oder zum Beispiel einer Wohnung. Denn Daul Arkam war das Haus von Al-Arkam ibn Abil Arkam, wie ich gesagt habe. Ein Haus. Und das sage ich euch, liebe Geschwister, ich habe hier mit einem Bruder gesprochen. Der hat mich hier angesprochen. Er sagt zu mir, ja, wir haben Koranverteilung gemacht bei uns in der Stadt, aber jetzt geht das nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, Bruder, sinngemäß, die Dawa ist nicht abhängig von einem Projekt. Die Dawa ist nicht abhängig von einer Moschee. Die Dawa ist nicht abhängig von einem Gebäude. Die Dawa ist nicht abhängig von Einzelpersonen. Einzelne Personen kommen und gehen. Der Prophet a.s. ist gestorben. Stellt euch die Situation vor. Die Sahaba haben immer jemanden, den sie fragen können, der ihnen 100% die richtige Antwort gibt. Der Prophet a.s. ist gestorben. Stellt euch das mal vor. Ihr lebt 20 Jahre mit ihm. Ihr habt ihn 20 Jahre oder 23 Jahre unter euch. Und ihr könnt ihm jedes Mal, wenn es irgendwas gibt, eine Frage stellen. Ihr könnt ihm sagen, mach Dua, es soll regnen. Und er ist da. Und jetzt auf einmal ist er nicht mehr da. Was für ein Verlust für die Dawa ist das? Aber es braucht dann Leute, die so sind wie Abu Bakr. Die Verantwortung an sich reißen, vor die Menge treten, die gerade deprimiert ist, die demoralisiert ist und sagen, weiter, es muss weitergehen. Und was sagt der Abu Bakr zu ihnen? Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan katmat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayun la yamut. Wer Muhammad angebetet hat, Mohammed ist gestorben. Aber wer Allah angebetet hat, so ist Allah lebendig und er wird niemals sterben. Deswegen, ich habe dem Bruder gesagt, trefft euch in Wohnungen. Trefft euch in Wohnungen, schaut euch zusammen Vorträge an. Und das sage ich euch nochmal. Und ich sage das schon seit Jahren. Und glaubt es mir, die wenigen haben es praktiziert. Wir sind die Umma. Und ich sage das, weil ich rede Kritik klar aus. Soll nicht persönlich gemeint sein. Aber das, man muss manchmal Sachen ansprechen, um eine Verbesserung zu bringen. Wir sind die Weltmeister im Jammern. Wir sind die Weltmeister darin, über unsere schlechte Lage zu reden. Aber wir sind die Waldmeister darin, etwas an der Lage zu verändern. Leute, in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg, war alles Schrott gewesen. Alles war Schrott. Bruder, in Berlin, ich habe 5 Jahre in Berlin gelebt, da gibt es Berge, wo wir joggen gegangen sind. Diese Berge sind nur Geröll, die zum großen Teil die sogenannten Geröllfrauen, Frauen, aufgestapelt haben, um die Stadt wieder aufzuräumen. Die haben angepackt. Die saßen nicht da und sagen, boah, alles schlecht, boah, alles kaputt, ja, alles. Sondern, das bringt nichts.
Und ich sehe es immer wieder, Brüder und Schwestern sind am Jammern, dass in ihrem Ort, dass es keine Moschee gibt, dass es keine Dawa gibt. Mach du die Dawa. Mach du es. Wenn du selber keine Vorträge halten kannst, ruf deine Schwestern an, ruf deine Freundinnen an und sag, wir treffen uns jetzt jeden Samstag bei mir zu Hause und wir schauen uns Vorträge an. Sag deinem Bruder, du bist in einem Dorf, du bist in einer Kleinstadt, du bist in einem, was weiß ich, in einem Kleindorf. Oder was weiß ich, wo du wohnst, egal wo. Nimm deine Brüder, ruf deine Brüder und sag, Bruder, wir müssen die Ersten sein. Talha ibn Ubaydillah, radiallahu anhu, der edle Gefährte des Propheten, alayhi salatu wassalam, der war in Basra und da war ein jüdischer Gelehrter, der hat geschrien, also im Irak. Und Talha ibn Ubaydillah war 15, 16 Jahre alt ungefähr. Er hat geschrien, wo sind die Leute von Mekka? Und Talha kam zu ihm. Und da sagte er zu ihm, ist Ahmed schon bei euch aufgetreten? Er sagte, sag ihm, wer ist Ahmed? Er sagt, in diesem Zeitalter wird der letzte Prophet in Mekka auftreten mit dem Namen Ahmed. Weil Ahmed ist ein anderer Name vom Propheten, alayhi salatu wassalam. Und dann sagt er folgendes, sei du der Erste, der ihm folgt. Sei du der Erste, der ihm folgt. Und deswegen sage ich euch, warte nicht, bis andere die Drecksarbeit machen. Warte nicht, bis andere etwas verändern. Dann sehen wir in 40 Jahren noch genauso aus wie jetzt. Da sind in 40 Jahren die Spielhallen in Deutschland immer noch voll. Da sind in 40 Jahren die Bordells in Deutschland immer noch voll mit Muslimen. Da sind in 40 Jahren die Diskos immer noch voll. Fang du an!